Herzlich willkommen und herzlich willkommen und ja, das fängt ja schon wieder scheiße an. Hallo und herzlich willkommen. So, jetzt haben wir es zu einer neuen Runde Minecraft und nicht zu einem üblichen Bauklitzchen aufeinanderstellen Minecraft, sondern zu einer Adventure Map. Meiner ersten Adventure Map, die ich spiele. Ich weiß nur nicht welche. Ich habe mir so ein paar hier mal runtergeladen. Hier die Ether LP. Ether World zum Beispiel und Periculum 3, Containment Survival, Amaze, Escape, The Dreamer, RuneScape, Doctor Who, Skyblock, Super Mario Bros, Mind for Dead, The Dropper, Castle Lividus, World 12, The Old Dark, Last Jump Hero und Assassin's Creep. Und ich weiß nicht, welche ich als erstes machen soll. Containment Survival interessiert mich, ist allerdings Kreativmodus. Die sind alle Kreativmodus. Bis auf Mind for Dead und The Dropper, die ich schon seit längerem hier drauf habe. Eleanor's Curse. Ich glaube, Überlebensmodus. Ich würde mal sagen, das ist jetzt meine erste Map, die ich spiele. Und ich würde sagen, ausgewählte Map spielen. Landschaft wird generiert. Und das Science-Sphere in meiner ersten Adventure-Map. Gut. Lesen wir einfach mal durch. Welcome to Adventure Map Eleanor's Curse. The rules are really simple. Don't destroy any blocks or levers, buttons, pressure, plates, etc. unless told to do so. This map is playable from 1 to 6 people, according to the amount of people you are playing with. 1 player hard, 2 to 4 players hard, 4 players hard. Okay, gut. Read the following history below to start quest. Das bedeutet, das ist alles hard. You are Powen, a mighty hero known throughout the world. Just the villages nearby, though. You are a follower of Reactionism, a religion dedicated to destroy all the evil in this world. You must find a way to discover to unlock the mysteries your ancestors locked away from you. Don't destroy any spawners. Have fun. Good. Objective complete. Find out who you are. New objective. Go to the library on the first floor. Also, put your render distance on short or tiny. Okay. And also, don't open dispensers and don't take its content. Yes. Okay. Also, die render distance soll auf short bis tiny gehen, dann machen wir das einfach mal kurz. Grafikeinstellung. Jetzt haben wir auf Short. Ich probiere es mal mit Tiny. Dort steht Short oder Tiny. Deswegen probiere ich es mal mit Tiny. Ach du heilige Scheiße. Gut. Was habe ich mir hier bloß eingemacht? Gut, was haben wir hier noch? Play on hard, be ready for adventures, play on normal, play on easy, play on peaceful. Nein, peaceful ist auf jeden Fall schon mal keine Option für uns. Ich gucke erstmal in die Chest rein. Was haben wir hier? Entrance, Diamond Blocks, okay. Das sind Bücher, die ich dann noch erstmal lesen darf. Wunderherrlich. Kompass. So, dann lesen wir mehr. Seite 1 von 1. The emergency shutdown is on their house. All the entrances except the main entrance are closed. The gardener, whoever, keeps an extra entrance switch in his little hut in the back of the yard. Also die ganzen... wir müssen wahrscheinlich zum Not-Ausschaltknopf. Notrunterfahrt, wie heißt es denn das jetzt hier? Ihr wisst schon, hier Notrunterfahrt-Dingens-Bums-Schickling-Ding. Der auf dem Haus ist? Da steht, is on the house. Okay. Alle Eingänge bis auf den Haupteingang sind verschlossen. Der Gärtner, natürlich ist es der Gärtner, es ist immer der Gärtner,
hat noch einen extra Switch für die Eingänge in seiner kleinen Hütte oder seinem kleinen Häuschen im Hinterhof. Pawn Reactionist First Array. Kommt da noch was? War es das? Nein. Geh weg. Das geht ja wieder super los. Okay, da kommt da der Chat nicht zu. Diamond blocks with buttons on them are spawn points or teleports. They work for each person separately. You all have to push the button to create a spawn point or be teleported. Also Diamantblöcke mit Knöppeln auf den Dingern drauf sind Spawnpunkte, die halt jeder drücken muss, beitreten muss. You can put levers on empty diamond blocks with nothing on them to open doors. Das ist schon mal gut. Man kann also Schalter und Hebel auf leere Diamantblöcke tun, um dort die Türen zu öffnen. So. We have a personal generator for the house separated from the village. The main supply switch is on the front of the house, but beware that there might be some things in the house after all this time. Ja, also es ist ein persönlicher Stromgenerator, der Generator für das Haus, der vom Dorf getrennt ist, so VIP-mäßig und so. The main supply switch is on the front. Der Hauptschalter ist also an Hausfront und wir sollen aufpassen. Es könnten ein paar Dinge dort lauern. Und wieder der gute Pauen von Reactionists First Era. Und what the fuck? Und das letzte. Various pieces of Eleanor's mystical armor are spread across the map. Retrieve them and use them to your advantage. Ja, super. Also viele Teile von Eleanors mystischen Pfeilen sind auf der ganzen Map verteilt und wir müssen sie eben erhalten, um uns sozusagen, um sie als Verteidigung zu benutzen. What the fuck? Okay. Gut. Okay, ja, da ich ja im Kreativmodus bin. Packe ich da jetzt die Bücher mal hin? Komm, ich packe euch da hin. Bin ich doof? Sind sie weg? Nu, sind sie weg? Schallplatten, Schallplatten. Ich hab. Wow, ich hab. Okay, das Diamantenschwert krall ich mir gleich mal. Hier sind noch verzauberte Bücher. Ich krall mir auch sofort dann mal die Rüstung. Werde sie dann auch. Ich weiß gar nicht, ob ich die Rüstung hier brauche. Unbedingt. Mr. Nein, ich brauche nicht mehr zweite Rüstung. Danke. Die kann hier drin bleiben. Irgendwo. Wo war denn das Scheißteil jetzt drin? Achso. Da war das Teil drin. Verzeihung. So, Inventar. Packen wir uns zwar hier die schönen Sachen an, damit es auch nichts passieren tun kann. Und dann. Before playing, press button. Gut, ich glaube, ich werde zuerst mal hier auf einfach stellen. Quatsch, Quatsch! Yeah, seriously, put it on easy at least. Ja, wollte ich ja auch. Ich weiß gar nicht, warum ich auf Peaceful gehe. Ich weiß nicht, easy oder normal. Ich habe keinen blassen Schimmer. Komm, wir sind mutig, wir spielen normal. Normal, you can do better than that. Hard for the win. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Was ist, wenn ich auf easy drücke? You're getting closer, I'm sure you can do this on normal. Achso, wir müssen also auf hart spielen. Ja, das ist hoppala hopp.
Das ist, das fängt schon geil an. So. Gut, dann würde ich sagen, here we go. Enjoy Adventure Map Eleanor's Curse. Dein Spielmodus wurde geändert. Ja, und sofort fängt es an zu regnen. Ja. Wie so oft. So, ich habe. Bowie, say! Es ist gerade wahnsinnig laut. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Es. Gut, allein das hat mich schon erschrocken. Ich habe ein Diamantschwert. Mir kann nichts passieren. Auf. Gut, da komme ich wohl nicht rein. Dann. Bauwies! Bauwies! Dann, hoppede, hopp, gehe ich mal hier über diesen schönen Rasen, über die schöne Wiese. Wieso kann ich hier nirgendwo rein? Hallo? Ich muss doch da rein. Ich höre da doch schon wieder was. Wo ist er? Wo sitzt du denn? Hallo? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich eben schon Zombies gehört. Was ist das denn? Das ist ja mal, kurioses Teil. Kann ich da. Nein, ich versuche es erst gar nicht reinzugehen. Ich würde ganz gerne hier von oben runter springen. Ich muss auch schon sagen. Bauchklatscher! Yeah, Patsch! Okay. Ey, du machst schon wieder die ganze Spielatmosphäre kaputt. Ja, ist gut. Ich gehe schon wieder. Und, hoppla, nicht. Ich habe schon keine Ahnung, wo ich hin muss oder was ich machen muss. Hallo? Ich höre hier Zombies, aber ich sehe sie nicht. Ich muss doch bestimmt hier lang gehen, oder? Bestimmt. Immer den freundlichen Geräuschen hinterher. Ich höre euch doch, verarscht mich doch nicht. Ich weiß, dass ihr hier seid. Wo seid ihr? Hallo? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Ah, Garner's Cabin. Yay. Okay. Gardener's Grief. Keine Ahnung, ob ich das brauche, aber ich nehme es trotzdem einfach mal mit. Craften ist jetzt nicht unbedingt. Ich weiß, dass sobald ich hier den Switch betätige, ist hier Polen offen.